Seit dem 3. September 1999 wird die Sendung Wer wird Millionär auf RTL ausgestrahlt. Die Moderation übernimmt von Beginn an Günther Jauch. Tatsächlich brachte die Show einigen nicht nur eine hohe Geldsumme ein, manche Kandidaten wurden nach der Sendung sogar ziemlich bekannt. Einer der wohl bekanntesten Wer-wird-Millionär-Kandidaten ist Bastian Bielendorfer. Ihm gelang es nach seiner Teilnahme im Jahr 2010, sein Buch Lehrerkind – Lebenslänglich Pausenhof zu veröffentlichen. Es war mehrere Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Nicht nur als Autor feierte er Erfolge, auch als Moderator und Comedian konnte er sich einen Namen machen. 2022 war er Teil der 15. Staffel von Let's Dance und holte sich mit Profitänzerin Ekaterina Leonova an seiner Seite den 6. Platz. Aaron Troschke war ganze 3-mal bei Wer wird Millionär zu sehen, am 21., 24. und 28. September 2012. Er gewann insgesamt 125.000 Euro. Nach der Show wurde er zu mehreren Talkshows eingeladen und durfte bald selbst Sendungen moderieren. 2013 startete er seinen YouTube-Kanal Hey Aaron, mit dem er bis heute sehr erfolgreich ist. 2014 gewann er die 2. Staffel Promi Big Brother und erhielt 100.000 Euro Preisgeld. Evelyn Bodecki konnte am 3. Juni 2021 15.555 Euro mit nach Hause nehmen. Die Blondine war jedoch schon zuvor aus Sendungen wie Promi Big Brother, Bachelor und dem Dschungelcamp bekannt.